Hallo und schönen guten Abend. Ich befinde mich hier immer noch auf dem PTR für die kommende Season 28 und jetzt geht es um den letzten gebufften Build und zwar den Patterns of Justice Tempest Rush Monk. Da wurde nämlich der 6-Speed-Set-Bonus von 15.000% mehr Schaden für Tempest Rush auf 20.000% mehr Schaden angehoben. Das ist ein Buff von 1,82 Greater Rift Stufen. Ich habe es ausgerechnet. Also nicht einmal 2 Greater Rift Stufen wurde dieser Build gebufft. Das macht den Build kompetitiv im Vergleich zu anderen Monk-Builds nicht wirklich viable. Der LOD Wave of Light Monk ist immer noch stärker, aber ich wollte euch trotzdem mal den gebufften Build zeigen. Was ist denn überhaupt der Tempest Rush Monk? Weil eventuell wird der noch weiter gebufft. So, Tempest Rush ist übrigens diese Wirbelfähigkeit vom Monk. Die seht ihr hier. Die spielt mit einer ganz speziellen Rune. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. Als allererstes gehen wir kurz über die Items und Skills und sowas drüber. Die drei Planer liegt natürlich wie immer in der Videobeschreibung dazu. So, ich move kurz zur Seite, dann wir reden erst über den Cube. Als allererstes haben wir da die Balance, die gibt uns 600% mehr Schaden für Tempest Rush. Und wenn wir drei oder weniger Gegner treffen, haben wir 100% Crit-Chance mit Tempest Rush. Das ist schon ziemlich cooler, so Single-Target-Multiplier. Dann natürlich Channeling-Schultern, ja, ist ein Channeling-Spell. Leute 25% Toughness und Damage. Und natürlich den Punkting, weil wir wollen das Ganze mit dem Crimson-Set kombinieren. So, ich move wieder rüber. Wir tagen natürlich halt hier dann das Set, das Patterns of Justice-Set. Das macht nämlich, zum einen gibt es uns Movement-Speed, das gibt uns so, gibt jede Rune von Sweeping Wind. Sweeping Wind muss aktiv sein, damit wir mehr Schaden machen mit Tempest Rush. Ich glaube, Sweeping Wind wird selber vom Schaden auch gebufft, spielt aber keine Rolle. Wir bekommen 50% Damage Reduction, während wir rumwirbeln. Wir bekommen Spirit Regeneration, wenn wir rumwirbeln. Und wir bekommen so komische Stacks, die uns Movement Speed geben. Für jeden Sweeping Wind Stack bekommen wir 5% Movement Speed. Sorry, vom 2er Bonus. Ja, das ist grob das Set. Dann kombiniere ich das Ganze mit dem Crimson Set für ein bisschen mehr Cooldown Reduction. Vor allem auch, um für Epiphany besser aufrecht halten. Die Resource Cost Reduction brauchen wir jetzt nicht zum Wirbeln, aber natürlich gibt uns Damage Reduction. Insgesamt habe ich jetzt hier 65% CDR, sind nochmal 65% mehr Damage über das Captain Set. Ja, und dann, was sind sonst noch die wichtigen Multiplier? Als allererstes das Von Kim Lao, die Waffe. Die gibt uns nämlich einen 600% Damage Multiplier für Tempest Rush und macht, dass während wir Tempest Rush casten, die ganze Zeit Cyclone Strike gecastet wird, also das Zusammenpullen. Wir pullen immer die Gegner auf uns. Man kann das auch bei einer anderen Speed-Variation dann zum Beispiel auch mit einer Rune spielen und zwar, dass man Cyclone Strike selber reinnimmt und dann kann man hier die Wall of Wind Rune reinnimmt, dass man Gegner freest. Denn wir wollen Gegner freezen und zwar wegen den Armschießen, also freezen, stunnen oder blinden. Denn da machen wir 800% mehr Schaden mit Tempest Rush für 5 Sekunden gegen geblindete, gefreeste oder gestunte Gegner. Ja, das heißt, wir wollen Gegner irgendwie CC'en. Jetzt hier in der Version mache ich das mit Blind. Also ich tue manuell die Gegner selber blinden, aber man kann auch so eine ultra-lazy-Version spielen, bei der diese automatisch gecastete Cyclone Strike Gegner freest, dann wird aber man hier nicht mit der Flurry Cold Rune spielen, sondern mit der Blitz Rune bei Tempest Rush. Das ist eher der Keyfarm-Bild dann. So, das kann ich euch nochmal wann anders da zeigen. So, als nächste Waffe benutze ich Echoing Fury für Movement Speed, weil das ist ein Speedgriff-Bild jetzt hier, den ich euch zeige, und für Attack Speed. So, denn Tempest Rush skaliert mit Attack Speed. Normalerweise einfach ist es wie ein Wirbelspell, wie jeder Wirbelspell, der einfach pro Sekunde bup, 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 Schaden macht, tickt halt öfter die Sekunde, höherer Breakpoint, mehr Attack Speed, mehr Schaden. So. Wie wir das aber jetzt hier spielen, die beste Variante davon spielt mit der Flurry-Rune, der Cold-Rune. So, und wenn ich hier wirbel, seht ihr da dieses Tempest-Rush-Symbol in meiner Buff-Leiste. Das geht immer mehr hoch und ich sammle immer mehr Stacks. Ich sammle Stacks und sobald ich aufhöre zu wirbeln, seht ihr diese kleine Mini-Explosion. Das macht dann Schaden. Das macht Schaden, der skaliert mit dieser Explosion hoch. Ich glaube hier 90% Waffenschaden pro Stack sozusagen. 100 Stacks sind dann 9000% mehr Schaden zum Beispiel. 10 Stacks sind 900% mehr Schaden. So, und diese Explosion skaliert auch mit Attack Speed, weil der Core-Spell mit Attack Speed skaliert. Bedeutet Echoing Fury und alles mögliche an Attack Speed auf dem Gear ist pure Damage. Man muss nur schauen, dass man nicht komplett out of resource geht, wenn man wirklich viel zu viel Attack Speed stackt. Zum Beispiel damals in der Season konnte man wegen dem vierten Cube Slot das Ganze mit Flying Dragon noch kombinieren. Und wenn der geprockt ist, dann bist du sogar out of resource gerannt, obwohl du nochmal extra Ressourcen und Regeneration vom Set bekommst. Ja, aber das skaliert alles mit dem Schaden, das ist richtig geil. So, dann für Toughness benutzen wir eine Unity hier, Unity auch auf dem Begleiter. Wir benutzen einen Obsidian Ring, um den Cooldown nochmal extra von Epiphany runterzusetzen. Epiphany wegen Desert Shroud, wegen Damage Reduction, wollen wir die ganze Zeit aufrecht halten. Ein Squirts Amulett benutzen wir natürlich wegen mehr Schaden einfach nur pur, versuchen das halbwegs aufrecht zu halten. Ja, und die Gems ansonsten hier Powerful, Teguk, weil es ein Channeling Build ist und Trapped. Jo, brauche ich ansonsten noch irgendwas sagen? Dashing Strike habe ich hier mit der Rune drin, dass ich danach ein bisschen Movement Speed erhalte. Das heißt, du kannst ab und zu dashen und dann wirbelst du auch schneller. Hier einfach Movement Speed Buff. Ja, Wirbeln ist unser Damage Spell. Agility Manta für Dodge Chance. Epiphany erklärt sich von alleine. Sweeping Wind brauchen wir halt. Sweeping Wind ist übrigens egal, welche Rune man nimmt. Da kann man sich nach dem Optischen richten. Ich finde die Cold Rune sieht ziemlich cool aus, wenn man auch auf Cold spielt.
Ja, das ist komplett egal, das brauchen wir nur für den Set-Bonus. Und ja, wir müssen immer die Gegner blinden, bevor wir explodieren lassen. Wie das mit dem Explodieren läuft, entweder man hört auf einfach zu channeln, um da explodiert's, oder was ich immer gerne mache, ich habe auf meinem Mausrad Force Move. Leute, ich wirbel und dann drehe ich einmal kurz an meinem Mausrad. Uff, und dann seht ihr, während ich hier laufe, tue ich meine 6 releasen und es explodiert. Dann mache ich nämlich mal blind und dann, einmal kurz am Mausrad drehen und boom. So spiele ich das persönlich. Man kann auch einfach zum Beispiel blind auf Rechtsklick legen. Wenn man dann Rechtsklick drückt, tut er automatisch aufhören zu wirbeln. Ja, so ging das auch. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt einfach in einem 115er. Wie immer, ich spiele ohne Potion, aber alle anderen Powers natürlich vom Altar of Rites habe ich. Ich spiele wieder auf 1800 Paragon, damit man es mit allem anderen vergleichen kann. So, okay, 115er und go. Wir machen direkt natürlich Epiphany an, wir machen Sweeping Wind an und wir wirbeln los. Wie viele Stacks man jetzt braucht, auf welcher Stufe was zu töten, muss man einschätzen. Hier blind und am Mausrad drehen und puff, die Mobs sind tot. So für Trash, keine Ahnung, 10, 20 Stacks jetzt auf der Stufe und die sind tot. Elite, glaube ich schon mal mindestens 30. Wir haben ja einen Single Tag Elite, 30 Stacks circa. Puff, ja, er war fast tot. Jetzt ist er tot. So, dann kann ich ab und zu mal dashen für ein bisschen mehr Movement Speed. Blind, puff, kaputt. Also der Build spielt sich schon sehr, sehr angenehm. Patterns of Justice Monk, einer meiner wirklich absolut favorite Monk-Builds. Und könnte auch so lange halt mal wieder gerne Meta sein. Nur so wie das aktuell bis jetzt nur gebufft wurde, kommt das noch nicht an Wolf of Light Monk ran. Ich werde auch die Tage jetzt hier einen Vergleich machen von allen Builds, die ich gezeigt habe. Mit natürlich den Meta-Builds für die jeweilige Klasse. Mal gucken, wie ich das auf YouTube mache. Im Stream werdet ihr das, könnt ihr das live miterleben natürlich, wenn ihr dabei seid. Und zwar, ich teste jetzt hier die Meta-Builds demnächst aus. Also einen Wave of Light Monk, einen Tal Rasha Wizard. Ja, die ganzen Sachen. Weil alles, was ich vorgestellt habe, sind nur die Builds, die abgeändert wurden. Die gebufft wurden jetzt, diesen Patch. Und nicht das, was aktuell das Stärkste ist für die jeweilige Klasse. Ja, bei manchen Klassen ist das vielleicht das Stärkste. Wie zum Beispiel beim neuen Natalia DH. Ja, oder ich glaube beim Frenzy Barb könnte das eventuell auch besser als Raycord zum Speeden sein. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Oh, guck mal, hier noch einen Pylon. Und blind und Maus hat den, blind, Maus hat den, zack, easy, kaputt alles. Also die Gegner platzen hier auf 115 schon sehr schnell, vielleicht kann man auch ein bisschen was zwischen 115 und 120 machen. Ich teste meistens in diesen 5er-Schritten halt, weil in 5er-Schritten immer das Leben von den Gegnern sich verdoppelt. Ja, hier geht vielleicht auch 117, 18. Aber in wirklich einen genaueren Vergleich mache ich dann sozusagen, wenn ich das mit dem besten Bild von der jeweiligen Klasse vergleichen will. Um zu sehen, ob es meta-viable ist, ob es sehr, sehr gut für die Klasse zum Speeden ist. Ja. Oder auch zum Pushen natürlich. Mit Pushen werde ich viele von den Builds auch testen. Aber da bin ich mir schon relativ sicher, dass das hier nicht an Wave of Light Monk rankommt. So. Hier nochmal und blind, Mausrad, buff. Man kann sich natürlich dabei auch immer schön im Oculus platzieren, während man das alles hochjagt. Dann hier auf dem Boss, ich glaube 40, 50 Stacks für den Boss und der ist One-Shot. Ein paar Kreischen, 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 Kreischen. 40 Stacks, blind, Maus hat den. Ah ja, tot. Ja, Boss kaputt. So leicht geht's. Relativ simpel zu spielen, der Build. Spielt sich super angenehm, super bequem. Ich mag den persönlich. Könnt mir gerne in den Videokommentaren sagen, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.